Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Sonnencreme, Fluch oder Segen? Gibt es denn eine gute Sonnencreme oder sind da vielleicht auch Wirkstoffe oder Inhaltsstoffe drin, die wirklich der Haut schaden und uns vielleicht auch dementsprechend krank machen können? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit meinem Gast und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, Helena Paulus. Hallo Helena. Hallo Corinna. Ja, schön, dass du heute da bist. Vor allen Dingen das Thema Sonnencreme hat mich auch jahrelang natürlich als Mutter begleitet, weil man ja doch auch massiv immer darauf hingewiesen wurde, vor dem Kindergarten schon die Kinder eincremen. Und dann war ich in der Charité in Berlin zu einem Vortrag über Vitamin D und Sonnencreme und dann hieß es, da sind so viel Giftstoffe drin, die Hautkrebsrate ist angestiegen mit den Sonnencremes in Deutschland und das hat mich dann so geschockt, wo ich dachte, um Gottes Willen. Also jetzt bin ich Gott froh, dass du mal da bist und mir sagen kannst, wo sind denn so die Tücken bei der Sonnencreme? Wo müssen wir drauf achten? Also es gibt diverse. Zunächst mal ist es super wichtig zu schauen, setze ich einen chemischen Lichtschutzfilter ein oder einen physischen Lichtschutzfilter, quasi Mineralplättchen, die dann als Reflektoren der Sonne dienen. Die Lichtschutzfilter sind sehr gängig. Das ist die Mehrheit aller Lichtschutzfilter, die es so gibt. Diese sind vor allen Dingen, und das ist das Desaströse dabei, hormonell wirksam. Mhm. Sie wirken als endokrine Disruptoren und sind speziell östrogenwirksam. Dazu gehören zum Beispiel, da gibt es ganz komplizierte Namen, die Bandbreite ist groß, ja, aber die gängigsten, einfach, dass man es mal gehört hat, sind zum Beispiel Ethylhexyl, Methoxycinamate, Homosalate, Benzophenone. Das sind so die Klassiker unter den Lichtschutzfiltern. Und die haben eine hohe östrogene Wirkung und das ist schon lang bekannt. Also zum Beispiel die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat bereits 2012 ein 200-seitiges Dokument bereitgelegt dem Gesetzgeber gegenüber. Und hat da gestated ganz klar zum Beispiel unsere Brustkrebsrate, die hormonell bedingten Brustkrebserkrankungen oder Prostataerkrankungen haben sich um 300% seit 1970 gesteigert, 1970 ja so circa, also das auf Zahlen nicht ganz genau festnageln, aber so in etwa passt das hin. Sie konnten nachweisen, dass zum Beispiel in dem Gewebe nicht nur Lichtschutzfilter, also das ist eben nicht nur die östrogene Wirkung, sondern auch zum Beispiel hormonell wirksame Konservierungsmittel zum Einsatz, die zum Einsatz kommen, wie Parabene, in Brusttumoren gefunden wurden und auch überhaupt im menschlichen Gewebe gefunden wurden, und zwar als intakte Moleküle. Bedeutet, sie müssen zwingend über die Haut aufgenommen worden sein, denn wenn sie oral aufgenommen werden, werden sie vom Stoffwechsel ja verändert in ihrer Struktur. Und das wahnsinnig. Und zurückkehrend zu den Lichtschutzfiltern, beobachtet man eben diese hohe Brustkrebsrate, die zurückzuführen ist darauf. Man beobachtet verfrühte Pubertät, Unfruchtbarkeit, verringerte Spermienqualität der Männer und auch Spermienanzahl der Männer. Unsere Wildpopulation leidet dadurch, weil natürlich ich konsumiere es. Es dringt durch meine Haut in mein Blutsystem durch, sammelt sich an, ich scheide das über Urin aus, es kommt ins Abwasser, ich konsumiere das. Genauso wie unsere Wildpopulation, die sich seit dem Einsatz von diesen Stoffen halbiert hat. Ja? Und wenn man schaut, warum, dann sieht man, dass ihre Geschlechtsteile verkümmert sind. Ja? Und das passiert mit uns eben auch, weil auch wir trinken unser Trinkwasser. Ne? Und es ist nachweislich hormonell verseucht. Und das kommt daher. Jetzt überlege ich mir gerade, du bist im Freibad und du gehst ins Wasser, dann badest du ja in einem kompletten Hormoncocktail. Das stimmt, das habe ich mir sogar noch nicht überlegt. Das ist wohl wahr. So, das selbst wahr. Wenn ich jetzt wirklich darauf achte und sage, ich nehme das nicht. Ja, und ich habe eine Wasserfilteranlage, die das rausfiltert, ne, vorausgesetzt. Ja. Aber in dem Moment, wo alle in dem Nachmittag dann nebeneinander stehen, habe ich einen kompletten Hormoncocktail. Absolut. Das habe ich mir noch nicht überlegt, aber das... Aber was ich zum Beispiel auch sagen kann, Hawaii als ein erster Staat hat ja in seinen Meeren chemische Lichtschutzfilter verboten, weil die Korallen absterben, weil die Meerestiere leiden. Und das heißt, man hat hier eine Vorsorge getroffen in einem größeren Stil, in einem Meergewässer, weil man nachgewiesen hat, dass das tatsächlich einen Einfluss hat. Und natürlich, wenn ich jetzt auf ein kleineres Gewässer nachdenke, wie Seen und Schwimmbäder, klar, ich meine, wir sind angehalten. Es wird ja eben
wieder Angst um Hautkrebs und Krebsgeschehen im Allgemeinen, in dem Fall eben Hautkrebs, gespielt. Zeitgleich haben wir die höchste Hautkrebsrate ever, obwohl wir den höchsten Sonnenschutzverkauf ever haben. Wir haben noch nie so viel Sonnenschutzmittel verkauft und nutzen sie auch. Und dann ist es ja einfach super seltsam, warum haben wir dann zeitgleich so viel Krebsgeschehen. Ja. Und dazu gibt es auch diverse Ansätze. Zum Beispiel bilden wir die Vorstufe zu Vitamin D zu 90% über das Sonnenbaden. Mhm. Alles, was über Lichtschutzfilter 15 hinausgeht, unterbindet diese Produktion. Das bedeutet, man sagt, dass auf einen vielleicht, ja, dass auf ein Vitamin D, dass da 30 mal mehr Menschen sterben am Krebsgeschehen. Plus Vitamin D ist ja nicht nur dafür zuständig. Es hat ja eine unglaubliche Bandbreite an Wirkung, die wir in unserem gesamten Körper brauchen für optimale Prozesse im Körper. Und wenn ich das unterbinde, schade ich mir nachhaltig. Und der Körper ist schlau. Die Sonne gab es schon immer. Und der Körper hat Mechanismen, wie er mit der Sonne umgehen kann. Ja, das heißt, er kann zum Beispiel die Lichtschwiele bilden. Durch Sonneneinstrahlung, vermehrte Zellbildung bildet der Körper eine Lichtschwiele. Und diese Lichtschwiele kann je nach Hautareal bis zu doppelt so dick sein. Das heißt, der Körper weiß sich zu schützen. Mhm. Er bildet das Melanin. Ja, er weiß sich auch dadurch zu schützen. Und wenn wir mit Vernunft der Sonne begegnen, ja, natürlich sollen wir keinen Sonnenbrand haben. Aber wenn wir ihr mit Vernunft begegnen, langsam dran gewöhnen, dann können wir uns auch exponieren, ohne dass wir einen Schaden erleiden und zeitgleich die absoluten Vorteile, die uns Sonnenlicht auch auf der psychischen Ebene, auch auf der emotionalen Ebene schenkt, uns zunutze machen. Ja, also da habe ich wirklich eine tolle Bestätigung. Damals, wo ich dann von der Charité zurückkam, waren meine Kinder klein, sagen wir mal, glaube 3 und 9 oder so. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe die trainiert. Also wir sind wirklich jeden Tag sowieso draußen gewesen. Aber auch im Freibad habe ich erstmal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde keinen Schutz drauf gemacht. Und klar, keinen Sonnenbrand verursacht. Habe dann geguckt, dass ich eine mineralische Creme habe. Und da habe ich gemerkt, ich brauche das langsam gar nicht mehr. Also die sind gewachsen von ihrer Resistenz gegenüber der Sonne oder Stabilität, dass wir am Ende vom Sommer alle drei keinen Lichtschutzfaktor gebraucht haben. Und jetzt kam der Clou, dann bin ich mit denen in Urlaub in die Türkei, was ja eine viel stärkere Sonne ist. Und die haben dort auch keinen gebraucht. Mhm. Wir haben dort keinen gebraucht. Ja. Obwohl wir im Meer waren, im Pool, wo du sagst, hier mit Wasser, da muss ja irgendwie ein Sonnenbrand ausgelöst werden. Mhm. Und es sind beides helle Kinder. Also keine südländischen Wurzeln, wo man sagt, ist ja klar, dass die das besser aushalten. Nein, das war so toll zu sehen. Ja. Und das ist absolut so. Also ich würde das auch befürworten. Ich würde eine Sache noch sagen. Es ist für junge, die Kinder, die haben ja einfach noch ein super regeneratives System. Die Zellen, die Zellteilung ist perfekt. Die Zellen sind einfach noch in seinem sehr guten Aufbau. Wenn wir älter werden, hat die Sonne einen Nachteil für uns. Und zwar die UVA-Strahlung, die ja uns zu 95% umgibt. Die ist ja langwellig und die geht in die tiefere Hautschicht. Mhm. Und die greift tatsächlich das Kollagennetz an. Aber das Kollagennetz ist quasi eine der Sachen, die wichtig sind gegen Hautalterung. Und da könnte es durchaus mal Sinn machen, dass man eine Überstrapazierung durch zum Beispiel mineralische Plättchen, die auch UVA abschirmen, ein wenig unterbindet. Ja? Mhm. Also wenn man schaut, dass er unter 15 bleibt, man seine Vitamin-D-Bildung hat. Und das würde ich nicht sagen generell und auch nicht für kurze Perioden der Sonne, sondern einfach, wenn ich exzessiv mal mich ein bisschen, wenn ich am Strand also beim bin. Skifahren. Ja? Genau. Da ist die Haut ja nicht so trainiert. Ja. Und dann bist du auf einmal in der... Das sehe ich schon, dass von den Skifahrern das Hautbild oft sehr alt aussieht. Oder Menschen, die einfach unglaublich gerne und exzessiv Sonnenbaden. Ja? Ja. Die haben natürlich ein Kollagen-Netzwerk im Körper, das einfach schneller gestört wird. Ja? Und schneller bricht, schneller abgebaut wird. Ja. Lässt sich das wieder regenerieren? Durch bestimmte Stoffe. Also die Haut ist ja ein Organ. Ja, wenn wir hier also den Sprung machen zur Regeneration der Haut. Die Haut ist ein Organ und wie jedes Organsystem ist es auf Nährstoffe, auf Enzyme, auf verschiedene Dinge. Wir brauchen Verschiedenes, um unseren Körper perfekt zu erhalten. Sagen wir mal,
dass er nicht so schnell altert und auch nicht schnell in ein Krankheitsgeschehen kommt oder positiverweise gar nicht. Und dafür braucht er natürlich Nahrung. Und die Haut ist nicht, braucht es genauso sehr wie der Rest von unserem Körper. Jetzt ist es auch so, dass das, was wir zu uns nehmen, ja, unsere Nahrungsmittel heutzutage, selbst wenn sie bio angebaut sind, sind vom Nährstoffgehalt her nicht mal das, was einst mal Nahrung war. Wir führen keine Dreifelderwirtschaft mehr. Wir machen verschiedene Dinge nicht mehr, die den Böden die Zeit geben würden, sich zu regenerieren, auf dass sie wieder wirklich enzymatische, mineralstoffreiche, vitaminstoffreiche Produkte hergeben würden. Das heißt, das, was wir haben, ist so viel schlechter als das, was es früher gab. Und das, da der Körper ja auf Überleben programmiert ist, wird er ja zunächst mal immer alle seine lebensnotwendigen Organe, dazu gehört natürlich Haut auch, aber es gibt andere, wenn die versagen, ist man schneller tot, als wenn die Haut nachgibt. Ja? Mhm. Das heißt, der Körper verteilt es gerecht nach seinen Bedürfnissen. Und es ist wirklich so, wenn man tatsächlich Kosmetik nutzt, ja, Kosmetik ist Nahrung fürs Hautorgan, wenn sie denn auch wirklich das ist, wenn sie ohne Füllstoffe daherkommt, wenn kein Glycerin, kein Erdöl, keine Silikonöle da sind. Auch das ist wichtig bei der Sonnenschutzcreme, ja, genau. Dass die Basis stimmt. Gehen wir mal kurz durch für die Leute. Ja. Was darf auf gar keinen Fall drin sein? Also, ganz klar, zuallererst und vordergründig, kein chemischer Lichtschutzfilter. Mhm. Vieles habe ich noch gar nicht gesagt, was diese Lichtschutzfilter, diese Wirkung noch tun, ja? Also diese östrogene Wirkung. Dann sollte natürlich die Basis stimmen. Es darf natürlich kein Erdöl drin sein, denn Erdöl ist ja wie ein Neoprenanzug für die Haut. Es erlahmt das Stoffwechselgeschehen der Haut, ist luft- und wasserdicht abschließend und ist super schlecht für unsere Umwelt, denn es wird ja nicht von der Haut verstoffwechselt. Es geht quasi direkt beim Abwaschen in unser Abwasser. Ist ein hochgereinigtes Produkt, keine Pilze, keine Bakterien können sich ansiedeln, um das abzubauen. Das heißt, hier ist schon wieder mein zweiter Nachteil. Es sollte kein Glycerin drin sein, denn Glycerin ist ein Wassermagnet, bindet meine hauteigene Feuchtigkeit an sich. Und eine Zelle, jede Zelle, und wir bestehen ja eigentlich nur aus Zellen, kann nur funktionieren, wenn sie in einem perfekten Verhältnis von Feuchtigkeit ist. Ja? Und das heißt, die Basis muss stimmen und der Lichtschutzfilter muss stimmen. Okay, und bei den noch anderen Nebenwirkungen, die du gesagt hast, war nicht nur hormonaktiv, sondern du hattest es gerade angedeutet. Also das sind hormonaktive Substanzen und die wirken sich aber unterschiedlich aus. Ja? Aber es gibt auch krebserregende Stoffe, oder? Naja, über die Brustkrebsrate, die 300% gesteigert und die Prostata, das ist ein Hormon, ein Überschuss an Östrogen und verursacht eben dieses Krebsgeschehen. Ja. Ja, okay. Ich hatte ja damals vor vielen Jahren mal einen Artikel über Thema Vitamin D, Sonne schreiben dürfen und war dann so motiviert und habe dann richtige Besonnung erklärt und auch Produkte, was drin ist, habe dann ein bisschen recherchiert, was im Verdacht steht, Krebs auszulösen, habe die dann schön aufgeteilt in dem Artikel und dann kam die Antwort von dem Magazin: Wir können den so nicht veröffentlichen, weil nämlich neben ihrem Artikel hat eine große Sonnencreme-Firma, eine kommerzielle, eine Werbung geschalten und ihre Warnstoffe sind alle in diesem Produkt drin. Ist ja unglaublich. Weil viele Leute fragen mich, ja, warum erfahren wir denn das nicht? Warum sagt das uns denn keiner? Das geht doch nicht, aber ja, genau deswegen. Weil das eine Geld bringt und das andere lediglich informiert. Genau. Ja? Und das, was informiert, stört das die Wirtschaft. Das ist ganz einfach. Und das passt auch in dieses Bild, denn zum Beispiel nach dieser Präsentation von der Weltgesundheitsorganisation, 4 Jahre später, 2016, hat die Europäische Kommission sowohl den Verbraucher als auch den Gesetzgeber der Verantwortung und Nachweispflicht enthoben, um zu sagen, tatsächlich, diese Stoffe wirken so, wie es in diesen vielen Studien, denn sie haben Studien zusammengetragen, die 200-seitigen Dokument, ja, da wurden enthoben. Und wer wurde damit beauftragt? Die Industrie. Jetzt hat aber die Industrie logischerweise gar keinen Nutzen davon. Ich meine, die setzen das ein, die verkaufen das. Das ist ein Verkaufsschlager. Und wer würde sich schon freiwillig schädigen? Das machen sie jetzt. Die Industrie reagiert immer erst auf den neuesten Wissensstand des Verbrauchers. Ja. Und wenn der Verbraucher zwar informiert ist, aber noch nicht alarmiert ist, ja, und das gar nicht so ernst nimmt. Also es muss ja erstmal wirklich breit getreten werden. Nehmen wir mal an, das Aluminium
reinkommen in den Deos, ja. Das gab es ja schon Ewigkeiten und auch die Hersteller wussten, was sie damit tun. Und dann wird es wirklich publik gemacht und in dem Moment wird es rausgenommen. Dann liest man überall wie einen Mehrwert ohne Aluminium. Was man nicht liest, was wurde denn stattdessen reingetan, ja? Das ist mitunter toxisch oder noch toxischer als Aluminium es gewesen wäre. Das kennen wir zum Beispiel von Silikonölen. Silikonöle würden verschrien, jetzt nimmt man Polyquaternium. Noch blöder. Ja? Oh. Also, und eine richtig gute Sonnencreme. Wie setzt sich die zusammen? Mineralisch? Und also, da habe ich oft das Problem, dass ich, wenn ich die Kinder dass sie weiß sind. Ja, genau. Ja, also es gibt auch hier, es gibt sie mittlerweile im Nanobereich. Schlecht. Ja, weißelt dadurch gar nicht, ist aber natürlich hautdurchgängig. Das heißt, das Weißeln kommt einfach davon, dass die Plättchen größer sind. Und es gibt aber mittlerweile, die Wirtschaft hat ja auch in der Naturkosmetik und Biokosmetik gewisse Standards, die geschaffen wurden. Die haben ja auch ein Interesse, etwas zu verkaufen, was eben nicht östrogenwirksam ist und haben und auch nicht weißelt, so dass, weil ich meine, kaum eine wird sich damit gerne eincremen, außer er ist total überzeugt. Ne? Und es gibt mittlerweile gute Zink, mineralischen Lichtschutz aus Zinkoxiden oder auch Titanoxid, wobei ich Zink bevorzugen würde. Und der weißelt nicht. Er hinterlässt, wenn man den eincremt, erstmal man sieht so ein ganz klein bisschen so einen grauen Schleier. Und wenn man das eine Minute lässt, verblasst er komplett. Aber es ist so ein Indiz, dass die Netzstruktur der mineralischen Plättchen gut gegeben ist und man sieht ihn nicht mehr. Er ist unsichtbar. Das gibt es mittlerweile. Das ist zumindest mal schon mal ein guter Reflektor der Sonnenlicht. Genau, ich sag noch mal was später dazu. Und die Basis sollten immer kaltgepresste Öle darstellen, ja, weil nur kaltgepresste Öle, Bio-Wirköle, ja, sind A, sie nähren gleich die Haut und die mineralischen Plättchen brauchen Fette, um anzudocken und sich festzuhalten, ja. Das heißt, es ist wichtig, dass das auf einer guten Ölbasis passiert. Unter Umständen, wenn man sehr trockene Haut hat, durchaus vorher mal eincremen, damit dann nicht der eigene Lipidfilm genutzt wird, ne, um anzuhaften. Und dann ist man gut geschützt. Und zwar wesentlich besser und effektiver wie durch den chemischen Lichtschutzfilter. Warum? Weil der verbraucht sich. Es heißt ja nicht umsonst, tragt den eine halbe Stunde vorher auf. Denn man muss, chemische Prozesse müssen mit dem Hauttalg stattfinden, damit er quasi wie das Sonnenlicht auch beschäftigt hält, damit es nicht auf die Hautoberfläche trifft. Das heißt aber, es muss sich zwingend verbrauchen. Auch hier wird der Hauttalg gebraucht, ja. Und das bedeutet, deswegen heißt es ja immer regelmäßig nachcremen, weil die Wirkung eben nachlässt. Und auch noch so ein schönes Mythos, ja, wo es ja heißt wasserfest. Und das ist wirklich auch das ist auch Betrug, ja. Denn wasserfest bedeutet 2 mal 20 Minuten im Wasser. Extra wasserfest bedeutet 4 mal 20 Minuten. Jetzt schauen wir mal, welches Kind nach 40 Minuten freiwillig aus dem Wasser steigt. Ja? Das heißt, spätestens dann hat man es chemisch gut behandelt, ja. Man hat negative Östrogene in seinem Körper, also östrogenwirksame Stoffe. Und man muss ja wieder nachcremen und hat man es nicht getan, spätestens da ist der Sonnenbrand. Und noch ein Nachteil ist, dass man eben, man muss ja UVB-Strahlung, ja, das ist ja meistens sind sie ja gegen UVB-Strahlung ausgelegt, die Lichtschutzfilter. Und das verhindert eben Vitamin D-Bildung, verhindert aber auch den Sonnenbrand. Und der Sonnenbrand, natürlich, ich meine, wer will schon einen Sonnenbrand? Aber es ist ein Frühwarnsystem. Wenn ich den ausschalte, aber UVA nicht zeitgleich gut schütze, dann bedeutet, und das ist tatsächlich so, der Gesetzgeber sagt, schreibt seit neuestem vor, dass nur 30% vom UVB-Filter in einem Lichtschutzfilter drin sein müssen. Das ist ein Muss und mehr muss nicht. Und wer mehr macht, würde es schreiben, weil es natürlich auch Geld kostet. Ja? Das heißt, es ist nur ein Drittel gedeckt. Jetzt weiß man ja, dass die UVA-Strahlung uns zu 95% umgibt, UVB nur zu 5%. Und sie ist langwellig und man weiß heute auch, dass Tumorzellen gerne auch in den tieferen Hautschichten auch von UVA gebildet werden. Zeitgleich altern wir schneller. Also es hat diverse Nachteile dieser chemischen Lichtschutzfilter. Während mineralische Plättchen, zum Beispiel Zinkoxid, ist relativ ähnlich in UVA und UVB-Abschirmung. Okay. Jetzt haben wir ja oft die Menschen, die unter Sonnenallergie leiden. Und ich habe da so eine Vermutung, dass das eher von der Chemie ausgelöst wird und dass der Mensch an sich gar nicht gegen Sonne allergisch ist.
Also es ist so, dass es nachgewiesen ist, dass verschiedene chemische Lichtschutzfelder photoallergisch reagieren, und das ist eben die berühmte Mallorca-Akne. Mhm. Und dazu gehören diese ganzen, die ich eben genannt habe, Benzophenone, Ethylhexyl Methoxazin, die Homosalate und noch ein paar mehr. Ja, die haben und auch diese Wirkung. Ja, das heißt, das, wovor es mich eigentlich schützen soll, macht mich es sogar noch sensibler. Also es macht so gar keinen Sinn. Ja. Was würdest du denjenigen raten, die jetzt unter Sonnenallergie leiden? Also wo sollten die umstellen oder sich irgendwie? Zunächst mal sollten sie die Haut als ein Organ begreifen. Das heißt, sie sollten wissen, okay, hier hat mein Organ reagiert, es wurde chemisch belastet. Ich muss ihm die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Das ist kein Prozess, der über Nacht passiert. Auch wir haben, wenn unsere Kunden zu uns kommen, und manche davon haben eben zum Beispiel diese Mallorca-Akne. Mhm. Und dann heißt es einfach von Sommer zu Sommer, es bedeutet erstmal, die Haut toxisch nicht mehr zu belasten, denn sie hat ja eben schon durch toxische Belastung, hat die eben quasi jetzt diese Reaktion generiert. Bedeutet alles andere, was sie auch weiterhin belastet, wie aggressive Tenside, wie Sodiumlaurylsulfate und noch viele andere mehr, wie Erdöle, Glycerin, alles, was ihr natürliches Gefüge stört, darf dann nicht aufgetragen werden. Stattdessen muss sie jetzt genährt werden, mit Mikronährstoffen versorgt werden, durch kaltgepresste Biowirköle, durch potente Öle, durch Wirkstoffe. Welche sind denn das, die Öle? Also man kennt ja so aus der Küche natürlich die Öle, aber ja. Welche würdest du sagen, sind sehr gut für die Haut? Also grundprinzipiell ist jedes kaltgepresste Öl besser wie ein Olivenöl. Das würde ich persönlich wiederum nicht nehmen. Also es gibt wesentlich potentere. Ein Macadamianussöl, ein Wildrosenhagebuttenöl, ein Hanföl. Ist toll, ja, okay. Für die Haut. Avocadoöl und noch viele mehr, die sehr, Kokos? Sehr potent sind. Kokos würde ich in der, sehr spreizfähig, ja, Kokos würde ich in der Gesichtspflege, also ich würde das nicht einsetzen. Mhm. Es ist ein gutes Öl, gerade auch wenn man es konsumiert, ja, mhm. Aber ich würde es jetzt nicht in der Hautpflege zum Einsatz bringen. Okay. Da gibt es wesentlich, nicht weil es jetzt so schlecht ist, aber es gibt einfach wesentlich bessere. Okay. Und dann natürlich die Haut mit Aminosäuren nähren, was zum Beispiel bei Pigmentflecken auch gut vorbeugt, sie auch hilft, wieder aufzuhellen. Zink, Parakresse. Es gibt so viele schöne Stoffe, die der Haut so gut addieren. Und dann würde die Haut, wenn sie genährt wird, sie wird sich stabilisieren. Das beobachtet man ja generell. Man beobachtet es bei Hautthematiken, eben beim Faltengeschehen, von Neurodermitis über Knitterfältchen durch Unterernährung, wird immer das Gleiche geschehen. Und eben auch genauso bei photoallergischen Reaktionen, wenn man die Haut die Zeit gibt. Der Körper ist ja auf Heilung programmiert. Das heißt, er wird nicht statisch bleiben. Gib ihm das, was er braucht, und er wird sofort anfangen, Reparaturleistung zu betreiben. Er wird Zellerneuerung, bessere Zellteilung, gesündere, saubere Zellen produzieren. Das ist ein Muss. Gib ihm was Schlechtes, dann kann er nur auf der Basis von dem produzieren. Also er produziert immer an dem, was er kann, was er kriegt. Super. Helena, vielen Dank für die tollen, wertvollen Tipps. Wenn Danke. Sich jetzt die Zuschauer informieren Gerne. Wollen über die ganzen Inhaltsstoffe, hast du da eine Information? Man kann sehr gerne auf unserer Webseite mal vorbeischauen. Da ist zum Beispiel also www.relight-delight.de. Das ist RE und dann das englische Licht, light-de, englisches Licht. Ich finde auch das Buch von Marion Schimmelpfennig, Giftcocktail der Körperpflege, sehr gut recherchiert, was Negativstoffe betrifft. Und man könnte sich eben auch, wir bieten auch Beratungen an, man kann gerne eine Beratung buchen und dann können wir ganz gut informieren. Super. Vielen Dank, dass du heute da warst. So gerne, ja, Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ja, die Sonnenfans unter uns, die sind jetzt natürlich hoffentlich schlauer geworden. Also man kriegt einfach nochmal eine bessere Sicherheit in der Auswahl, wie man mit Sonnencreme und Sonnenschutz umgehen konnte. So geht es auf jeden Fall jetzt mir heute. Und ich hoffe, Sie konnten für sich auch was mit rausnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!